Willkommen zur neuen Minecraft-Folge. Wir zocken hier zusammen ein bisschen in unserer Minecraft-Projektwelt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das geht raus. Ja, freut mich, Tim. Ja, Tim, du bist echt ein Süßer, ne? Aber übertrieben, Junge. Wusstest du eigentlich, dass ich mich mit Tim schon mal getroffen habe, Rico? In Hamburg? Was haben wir dann so gemacht? Wir waren essen. Und danach? Dann haben wir noch gekocht. Was haben wir denn noch gemacht? Dann sind wir rumgelaufen, waren bei Starbucks. Abwechselnd. Okay. Und Tims Mama. Auch gut. Ja. Anyways, Flo. Ups. War ein schöner Tag, muss ich sagen, ne? Ja. Also hier ist der Chunk, Leute. Und man soll immer bei Chunk-Grenzen buddeln gehen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Und ansonsten läuft mein Leben, ne? Ah, schön. Ist der Chunk auch schon... Oh nein. Oh nein. Ich überlege, ob ich eine Dia-Fußrüstung schon mal anziehe. Fußrüstung, nice. Oder ich mache mir einfach gerade selber welche, warte mal kurz. Mach dir mal eine schöne Fußrüstung. Genau, ne? Wo sind meine Dias? Einen Helm brauche ich. Hey, Flo, ne? Wie tut's denn dir gehen, yo? Dann nehmen wir noch Sachen mit, die wir verzaubern können. Zack. Wie viel Netherite brauche ich für einen Teil? 3, 4? Irgendwie so. So, ist halt jetzt die Frage, ob ich Schutz 4 einfach direkt... Mein Gott, Rico, hast schon ein Kopfteil? Diamond? Ich habe einen Goldhelm, weil sonst die... Ah, guck mal, ich könnte jetzt Haltbarkeit 3 rauf tun. Und es ist nur Haltbarkeit 3 raufgekommen, sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt mit einem Buch den Rest drauf tun, ne? Brauche ich jetzt nochmal. Hey Flo, was geht? Wie war einkaufen? Was machen wir? Hose? Du bist so lang. Ah ne, Hose war oben, ne? Zack. Dias, findest du es assi, wenn du für ein One-Night-Stand ausnutzt. Was geht denn jetzt ab? Wenn du, achso, jemanden für einen One-Night-Stand auszunutzen, hängt halt davon ab, wie die Kommunikation ist, ne? Ich nutze die Person ja auch dich aus. Ja, genau, also ich glaube, das ist hängt halt immer davon ab, wie man es halt kommuniziert, ne? Wenn das so ein Ding ist, man macht so Gefühle und sowas, damit, Das ist ehrenlos dann. Das finde ich dann schon ehrenlos, ne? Aber wenn man so... Na, was meinst du genau mit ausnutzen? Wenn die beide fein sind und sowas, dann finde ich das gar nicht schlimm. Aber wenn man so sagt, oh mein Gott, du bist so schön, lass uns schlafen, wir werden für immer zusammen sein, du bist meine Traumfrau. Dann halt schon, ne? So. Ja, danke, Frau. Weil, was hast du gemacht? Sag mal ganz detailliert, bitte. Und wer fragt, ist Tim der Schlechte? Rico! Hose, Haltbarkeit, 3 und reingekommen ist noch Schutz 4. Junge, so ein Lack, Alter, ne? Junge, krank. Alter. Ja, aber sie können mir gerne weiter Sachen fragen. Ich bin da, ne? Keine Sorge. So, was brauche ich jetzt noch? Schuhe, habe ich gesagt, ne? Von Tim hätte ich sowas nie erwartet. So, zack. Jo, Leute, ich finde dieses scheiß Netherite nicht. Aber es geht ja von beiden Seiten, ist das halt Schmutz, ne? Oh scheiße, es fehlt mir echt noch ein Level, ne? Ach, so ein Schmutz. Also irgendwas vorspielen für Pimpern ist nicht gut. Nee, das stimmt. Okay. Was macht man denn mit den Schuhen jetzt, die du da hast? Die Schuhe mit Feuerschutz könnte man sogar für Nether benutzen eigentlich, ne? Ich glaube, ich nehme die sogar. Wieso? Wenn ich reinfalle? Kann ich ans Feuer fallen. Ja, schön. Du weißt, ich habe Probleme. Ah, aber man braucht eh Goldschuhe, ne? Nö.
brauchst irgendwas in Gold, ja. Dann mache ich den Helm in Gold. Und wenn Helm also in Gold. Ich halte das hier für absolute Scheiße, ne? Danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. So. Ja, auch danke. Ja, danke, danke. Keine Fackeln, Mann. Junge, es hat gerade irgend sowas gebimmelt, weil ich auf TikTok noch live bin. Ich so, hä, was geht denn jetzt ab? Was ist denn hier? Hä, was für? Ich muss die noch zusammentun, ne? Boah, mein Inventar, ne? Ich krieg Krise. Ich brauche eigentlich noch eine Kiste, Rico, da bin ich dir ehrlich. Für die Plastik. Die was? Sie auch Kisten. Ja. Ach so. So. Rico, sowas mache ich doch nicht. Ja, ist doch so. Ne, hab, wenn ich eine Partnerin mehr... Ja, ich muss sagen, es kommt ja immer darauf, was du für Intentionen hast, ne? Es ist ja auch so, dass manche dann so, du sagst es zwar, aber die haben halt trotzdem Hoffnung, weißt du, was ich meine? Aber da kannst du ja dann nichts dafür. Na, also es ist halt immer, wie gesagt, Kommunikation ist wichtig, aber wenn du es ihr sagst und sie dann trotzdem so Gefühle entwickelt und dann ihr Herz bricht, hört sich jetzt zwar halt an, aber kannst halt auch nichts dagegen machen, ne? Wird bei mir auch passieren, ne? Ja, ich nicht. Weiß. Die Arme. Bro. Aber ich hab aufgeklärt alles, also. Ja. Ja, eigentlich schon. Wir schmeißen die Eier auch mal. Lava ist so gefährlich im Nether. Boah, ich bin so froh, dass. Unser Wächter hier ist. Kommt die Lava her, ich kann die nicht mal zubauen, Alter. Oh. Ja, super, lass ich. So, dann füttern wir die Schafe. Also, wie gesagt, Flo, sehr, sehr gute Arbeit, finde ich, persönlich. Das sieht auch. Ja, alles gut, Tim, war mir doch klar, ja. Junge, Alter, sowas musst du doch nicht erklären, bist du doof? Was wurde gerade erklärt? Was? Was wurde erklärt? Nein, er meint, es ist eine allgemeine Frage, nicht wegen mich, ich mach sowas nicht. So, ist doch klar, Junge, als ob Tim sowas macht, der Süße. Ach so, hat Tim das gefragt? Ja, Tim. Oh. So, Dias. Für einen Freund, weißt du, Zwinkerspaß. Zwinker. So. Emil, mein Besser, was geht? Willkommen auf Emil. Dingens. Like mal ein bisschen meinen Stream, Digga. Emil, mein zweiter Zit. Flo, kannst du vielleicht... Ich hab dir gerade was gesagt. Ich hab eine Frage an dich und auch an den Chat. Würdet ihr unter meinen TikToks oder unter den Clips oder am Ende schreiben, folgt gerne für mehr? Oder ist das triggernd? Dass ich sage, okay, dann folge ich erst recht nicht. Was sagen Sie, Fandre? Was sagt dein Chat zu dieser Situation? Also Emil hat gerade geschrieben... Mittig, was geht? Was geht, Emil? Mein Löwe, mein Bär. Also nein, nicht schreiben oder nein, es stört dich nicht? Oh. Scheiße, ich hab... Geht klar, ne? Also ich... Also... Ja. Ich kämpfe jetzt gegen die Lava, mir egal. Hast du Feuerschutz irgendwas oder bist du da komplett alone? Ich hab Normalschutz. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ich muss sagen, auf YouTube, ich weiß nicht warum, ob das Bots sind oder ob das... Ihr werdet hier geschlachtet. Braucht gar nicht so wegzulaufen. Also, Flo hat geschrieben, er würde erst recht nicht folgen. Ja gut, ja, aber sorry, das ist jetzt irgendwie... Kann ich irgendwie jetzt nicht so akzeptieren, muss ich sagen, bei Flo. Sorry, also, ich Flo. Sag mal so. Wenn man da reinguckt und man findet die Person sowieso cool und würde folgen, dann juckt's nicht, was da steht. Ja, aber manchmal ist es ja so, du guckst dir was an und denkst so, eigentlich ist das cool, aber du guckst die ganze Zeit deren Videos, aber folgst nicht, weißt du? Das ist ja das Ding. Wie viele Leute habe ich, die ich immer auf meine For You habe, aber wo ich nicht reinfolge?
Ahnung, warum folgst du dann nicht? Ja, keine Ahnung, weil die ja sowieso vorgeschlagen werden. So. You know, deswegen, also. Ich glaube, ich muss da so einen Mix finden. Für eine Folge ich von alleine schon. Okay. Eigentlich, in der Regel. Mhm. Ja, Emil, wir sind hier ein bisschen am Buddeln, weil wir wollen auf jeden Fall unsere Ausrüstung. Oh, siehst du das, ja? Jo, warum ist das dann immer nur eins? Was soll denn die Scheiße? So. Ja. Wir brauchen eine Dia-Rüstung. Wir brauchen nur einen Spitzhacke, sag mal an einer. Ja, ich lasse das jetzt so, dann brauche ich nur noch einen Helm, ne? Nein, nicht eine Direct, sondern das Zeug hier. Geil. So, Ausrufezeichen Rico. Ja, ich weiß nicht, wir müssen da mal... Tim, kannst du das eigentlich machen von dir aus, dass du so Commands reintust? Das wäre doch eigentlich eine gute Mod-Aufgabe, oder? Ich weiß, dass man auch irgendwie Shoutout machen kann. Du gönnst Rico nicht. Ich habe einfach keine fähigen Mods, die mir dabei helfen. Vollfront. Okay, 4, das sollte ja machbar sein. Ist die Netherite-Spitzhacke dann auch schneller? Weil ich finde, die ist mir hier ein bisschen zu langsam, bin ich dir ehrlich. Ja, reparier dich. So. Baby. 3. Auf jeden Fall, Tim, freut uns auf jeden Fall, dass du sowas fragst, bevor du es einfach machst. Ja, natürlich, ne? Ja, Kuss geht raus. Wie hast du das gemacht, Tim? Oh, Junge, Rico, jetzt habe ich dir so ein Shoutout gegeben, dass hier jetzt dein Name oben stehst, du drauf, folgt uns, folgt mit uns, Schox. Oh mein Gott, Rico, geil. Mach das dann in E-Mail. Ja, aber ganz ehrlich, obwohl, Junge, wenn Luki bald nicht mehr kommt, dann vielleicht, ich sag dir ehrlich. Dias? Ja? Hab grad ganz kurz das Licht gesehen. Was? Die Junge. Wegen Lava oder was? Ja, die war direkt vor meinen Augen. Geil. Du wirst hier so oft verrecken, wenn du das Zeug farmst. Geil. Ja, ich habe extra diese Dingens Schuhe jetzt geholt, ne? Mit Lava. Ja, macht dir überall Feuerschutz rein. Ah, nee. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man in Lava so mittendrin fällt? Ist dann vorbei? Was geht? Willkommen. Junge, wie soll ich dich denn nennen? Ist komplett over oder muss man sich irgendwie hochbauen dann? Es ist komplett vorbei, würde ich sagen. Außer du hast Full Feuer, vielleicht könntest du dann noch schwimmen, wenn du Glück hast. Ja, ich kann auch hier wieder weg. Ja, weiß ich nicht, ob das geht. Kann man auf dem Server mitspielen? Derzeit noch nicht. Wir überlegen aber ein Community-Projekt zu machen. Also lass gern Follow da, um nichts zu verpassen. Genau, Lapis wollte ich suchen, ne? Bro. Ich find's gut, dass du auch viel Lapis immer mitbringst, Rico. Das war zufällig. Bann, nee. Schmutz. Den willst du bann, geil. Achso. Aber irgendwas hab ich gerade gedacht, brauchen wir noch. Genau, wir brauchen unbedingt jetzt mal wieder ein paar Smaragde zu machen, ne? Auch Schutz 4 und Reparations Bücher. Was für Bücher? Hä? Reparations. Ah jo. Wie farmt er denn, Flo? Gar nicht, wahr? Haltbarkeit 3 oder auf Schwert oder nee. Doch, Stärke. Nee. Ja, beides eigentlich, ne? Was sagen Sie, Fandre? Ich weiß jetzt nicht, ob wir für Haltbarkeit einen Typen brauchen. Ja, ich meine, auf Schwert würdest du sagen, Haltbarkeit und noch ein anderes Schwert? Ach so, ach du bist das, ja, Kuss geht raus. Ja, gerne auch den Stream liken. Wenn es einen Community-Server gibt, kommen die Kreuzritter wieder. Junge, Alter, die haben mich fertig gemacht, mental und körperlich, Alter. Holy shit, diese scheiß Kreuzritter. Aber ich sag nichts gegen sie, sonst kommen die alle auf einmal. Weißt du, das ist wie nur so eine Sekte. Also Rico, sagst du, zwei Waffen machen einmal mit Haltbarkeit 3 und Stärke und dann verbinden? Oder würdest du Stärke sagen, dafür einen Mann nehmen? Ja, Rückstoß ist noch dabei gegangen. 2 ist auch gut. Rückstoß ist Schmutz. Echt? Ja. Na, hast du vorhin sogar schon mal selbst gesagt. Ich hab Stress mit meiner Spitzhacke, ne?
Warum geht die kaputt oder was? Ja, weil ich zu wenig XP finde. Oh, scheiße, Junge. Was machen wir jetzt? Oh, XP. Wie selten ist Quarz hier unten, hä? Aber wir haben doch schon alles abgefarmt, Junge. Ich bin doch ganz woanders. Man muss auch manchmal nur meckern und dann ist es dir. True. Ich hab so Angst vor Lava, ne? Das kann ich verstehen. Rico, ich tue in diese Kiste Sachen rein, die brauche ich aber noch, ja? Ich sehe die Kiste gerade, danke. Weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Ja, danke dir, ne? Also ich gehe jetzt auch los, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, aber ich... Was machst du denn jetzt? Ich könnte das eigentlich schon mal verbinden, ne? Das ist kacke. Verbinde ich das? Wie sieht's mit dem Helm aus? Ja, Helm brauche ich einfach nur noch. Smaragde, ne? Chat, das ist kein Cheat, seid ihr dumm? Cheatest du wieder oder was, Rico? Denken die? Spaß ist kein Cheat, Zinker, Zinker. Mach das, sag doch sowas nicht. Die denken, ich hab X-Ray an. Wo ist eigentlich der Amboss? Nur, dass ich die Chunk-Border sehe, weil. Ich hab gelesen, an Chunk-Grenzen soll man die Sachen hier besser finden. Rico, wo hast du den Amboss hingetan? Aber wo er hingehört. Nee, der ist kaputt gegangen. Was? Ja. Was laberst du? Ja. Wie kann man den neuen machen? So, wie wir den gemacht haben. Aber jetzt nicht mit diesen ganzen... Na, mit Blöcken halt. Mit ganz viel Eisen. Oh mein Gott, ja. Warte. Wo ist er? Okay. Drei Blöcke waren das, ne? Hier vorne. Was ist mit drei Blöcken? Drei Eisenblöcke waren das, ne? Glaube schon. Dias, ihr braucht eine Eisenfarm. True. Ich muss sagen, so generell Farms bin ich richtig schlecht. War noch nie da. Was haltet ihr von Subway? Ich muss sagen, Subway finde ich halt ganz geil, weil die halt so viel Veganes auch haben für mich dann, ne? Ja, lecker. Und KFC, muss ich sagen, habe ich nie richtig gefühlt, muss ich sagen, auch wo ich Fleisch gegessen habe. Natürlich Pommes, die irgendwie Pommes, weil die so lapprig sind, sind die geil. Der Coleslaw ist auch ganz geil. Ansonsten, die Chicken ohne Knochen fand ich halt immer ganz lecker. Mit Knochen war irgendwie voll nervig, war nie was dran. Und die Rice Bowl war auch richtig geil. Aber ich hoffe, da kommt noch veganes Zeug rein, weil dieses könnte auch geil werden. Muss ich mal probieren. Gibt's halt leider in der Nähe nicht. Ja, bei mir ist auch, also Subway ist das Problem, dass man erstmal sich so informieren Kurs, Mathe-Kurs machen muss, was man braucht. So, also was hast du geschrieben? Oben in der Reihe unten. Also oben drei Iron-Blöcke, unten drei Iron, in der Mitte ein Eisen. Okay. Hallo? Danke dir, Axel. Dir auch, danke, Axel. Hab ich noch nicht probiert. Aber mein Problem mit Veggie-Begriff, die sind halt alle vegetarisch nur und nicht vegan, ne? Deswegen kann ich die leider auch nicht essen. Das ist ein bisschen verarscht. Veggie heißt halt pflanzlich, aber es kann ja. Pflanzlich kann ja auch ohne Fleisch halt nur bedeuten. Das ist ein bisschen tricky. Ne? Ist so schlimm. 8, 4. Oh Junge, das macht ja übertrieben viel aus, was man so, wie man das dreht, Rico, mit den zwei Rüstungsteilen. Ja. Jo, wie gesagt, bin weg vielleicht später. Alles klar, Axo, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald, das hoffentlich. War schlecht gemacht, my bad. Gehen wir in die Richtung. Warte mal, Ausgang war direkt. Ja. Okay, dann geht's hier weiter. Ra, ra, ra. Also 4 brauche ich. Boah. So, aber ich will ja gar nicht in. Wo denn los? Ich will ja gar nicht in Nether gerade gehen, warte mal. Also, ich brauche jetzt erstmal Holz. Wo ist eigentlich meine Axt, Henrik? Hast du die genommen? Ja, sicher, ich brauche eine Axt. Ah, ich glaube, ich habe die ins Lager bei den Villagern getan. Bist du so eine scheiß Veganer? Einmal in die
Ja, Junge, direkt Scheiß auf Fleisch, Mann. Das Giveaway ist fertig und ich glaube, du hast ein bisschen verkackt bei dem Giveaway. Ist das gefertigt, das Giveaway? Ich baue mich halt rum. Ja, ihr müsst aber auf. Tim, geh schnell aufs Giveaway und klick auf den oberen Button und nicht auf dieses Mitmachen da drunter. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Dann wird man nicht gewinnen. Ja, Tim, wuh. Also ihr müsst diesen blauen Sprühding anklicken. Ihr seid auch lost, Alter. Mann, das ist Scam, Junge. Ihr denkt auch, Dias macht Giveaways. Toll. Boah, Scam die Ist doch Scheiße. immer logisch. Vielleicht hast du das ja schon, aber du musst halt nicht auf diesen Emote klicken, sondern auf den Emote vom Giveaway. Ist doch schon. Okay, gut. Schwarz. Okay, gut. Ich dachte schon, weil Leute vielleicht. Hallo. Nö. Junge, ich dachte, das wäre irgendein Bugname, aber der heißt wirklich so. Bankname? Ja, weil der heißt Accountname, heißt er einfach der gewonnen hat. Achso, ich dachte, da ist Bankname. Hey, das ist doch voll der Klasse, Klassikername. Bam, bam, bam. Hier. Danke dir, Tim, aber also was soll ich sagen? Es ist eigentlich ganz entspannt. Ey. Go Ich kann vegan! nicht bauen. Was denn? Überall ist Gravel, wo ich lang baue. So, jetzt wird ja erstmal mein Inventar aufgeräumt, dann bin ich zufrieden. Rico, so ein Typ, so ein Villager, ne? Der ist so dumm. Warte mal, ich probiere mal dem zu helfen. Der kommt nicht raus, weil er in diesem scheiß Wasser gefangen ist. So, jetzt geh mal raus, endlich. Mein Gott, Alter, Hilfe. Also Dinge, Menschen, Tiere, alles was dumm ist, kann ich nicht leiden. Ja. Also den Villager töte ich, wenn ich zurückkomme. Ich hab den jetzt gerettet, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und meine Spitzhacke ist wieder voll. Das ist schon lustig. Mein Quatsch. So. Hey Rico, hast du auf die Spitzhacke Reparatur getan oder war ich das? Auf die Axt meine ich. Ich habe nichts mit deiner Axt gemacht. Ich weiß nicht mal, wo die war. Okay, dann töte ich mal ein paar Kühne. Also was mich gerade an vegan das einzige stört, was mich nervt, ist, dass Guido nicht vegan ist. Bring ihn doch. Mach ich, probiere ich schon. Und dass er nicht einkaufen geht dann für mich, weißt du? Er geht für sich einkaufen. Ja, es ist so schlimm wie diese Veganerin auf TikTok bald, ne, glaube ich. Normal, Junge. Rico, ich Genau hab. in die Richtung. Oh. Rico, ich hab wieder Blödsinn gemacht. Kennt man nicht anders von dir. Go vegan! Ja, macht halt einfach gar keinen Sinn, nicht vegan zu sein, sage ich dir ehrlich. Auch deine einzig wahre richtige Meinung war. Ja, ist es auch. Because it's. Ja, Ja. wir wollen das Thema hier nicht aufmachen, Digga. Wenn ihr Fragen dazu habt, gibt es 1000 Videos. Und lass mich bitte weiter in die Richtung. Ich. Rico, du schaffst das, bitte. Pläne für Osterferien mit Guido. Das Ding ist ja, weil ich ja in der Schule arbeite, habe ich ja dann 2 Wochen frei. Und ich denke, ich werde die intensiv für Social Media nutzen. Aber so kleine Pläne, vielleicht Mallorca. Wäre natürlich wild, hätte ich mal wieder Bock drauf. Aber es ist einfach so ein Kurztrip, mal Privatjet nehmen und dann einfach rüber, ne? Scheiß auf Klima. So einfach mal kurz rüber, ne? Und dann da einfach so, ne? Bisschen Sonne genießen, Bier trinken und dann wieder zurückfliegen, ne? Kann man auch verstehen, glaube ich, ne? Genau, ne? Das fände ich dann, glaube ich, schon ganz. Okay, Dias, ich habe ein richtig riesiges Oh, Problem Scheiße, mit was dir. hast du schon wieder gemacht, Rico? Ich will es gar nicht wissen, eigentlich. Naja. Nein! Jetzt habe ich nochmal hinterhergetrollt. Nice. Oh, warte. Warte kurz.
Okay. I rating. Tim, woran hapert's bei dir?